Ja, Part Neural Networks startet mit dem einfachen Perzeptron-Lernen und dem Perzeptron-Algorithmus. Und im Großen und Ganzen funktioniert der sehr einfach. Die Inspiration für diesen Algorithmus ist das Neuron, das sich in das beziehungsweise Nervenzellen, die sich in ja, vielen Lebewesen befinden, insbesondere natürlich auch den Menschen. Und wie Sie wissen oder wie Sie schon gehört haben, hat dieses Neuron eine Eingabeseite der linken Seite hier und eine Ausgabeseite. Die Eingaben hält das Neuron von allen möglichen anderen Neuronen zugespielt. Und wenn die Eingaben, das heißt die elektrischen Signale, die chemisch erzeugten elektrischen Signale, die hier ankommen, einen gewissen Aktivierungsschwellwert überschreiten, sendet das Neuron ein eigenes Signal aus an andere Neuronen. Es geschieht noch eine Modulierung der Signale, das geschieht in den Synapsen und das entspricht dann im Großen und Ganzen den Gewichten, die wir später sehen. Sagt, es ist ein sehr, sehr simplifiziertes Modell, was im Neuron stattfindet. Das wurde runtergebrochen, genauso versucht zu repräsentieren, diese simplifizierte Variante mit dem Perzeptron-Lernalgorithmus. Das Neuron ist in der Rolle dieses sogenannten Perzeptrons hier, dieser Einheit, Perzeptron genannt wird. Der hat eine Eingabeseite. Die Eingabeseite sind eine Reihe von Features, von P-Dimensionen, unser Beispiel. Gewichte, die die Rolle der Synapsen übernehmen und eine Ausgabeseite sowie eine Aktivierungsfunktion innerhalb des Neurons, die genau dann einen Wert 1 ausgibt, wenn ein Schwellwert Theta von der gewichteten Summe der Eingabe überschritten wird. Das sehen wir dann hier nochmal, die Heaviside-Funktion. Das ist eine nichtlineare Funktion, die nur zwei Ausgaben hat, 0 oder 1. Damit können Sie den Perzeptron-Lernalgorithmus dazu bringen, eine bestimmte Gattung von Problemen zu erlernen. Der Algorithmus funktioniert sehr leicht. Wir stellen einfach nur fest, im Lernschritt also es wird weiterhin eine Hyperebene gelernt, eine lineare Funktion, und Sie stellen einfach nur fest, ist das Beispiel auf der richtigen Seite? Hyperebene. Wenn es auf der falschen Seite ist, muss die Hyperebene verschoben werden. Und das sehen wir dann hier im Beispiel nochmal. Das geschieht geometrisch durch die hessische Normalform. Und wir fangen an mit irgendeiner zufälligen Hyperebene. Und die wird anhand der falsch liegenden Beispiele im Raum verschoben. Wir bewegen uns hier im Input Space. Anders als zuvor gesehen bei einem, Entschuldigung, ich springe ein bisschen. Anders als zuvor gesehen, bleiben wir auch im Input Space und passen die Gewichte und die Hypothese, den Gewichtsvektor, nur anhand der Lage der Beispiele im Verhältnis zur Hyperebene an, zur Entscheidungshyperebene. Nicht zu vergleichen ist das bis jetzt mit dem, was Regressionsmethoden machen, indem sie den Abstand zur Regressionsebene messen. Das kommt erst später. Es gibt eine Einschränkung bezüglich dieses Algorithmus einerseits, oder zumindest eine gute Eigenschaft, die, wenn die Einschränkung vorliegt, andererseits, nämlich, dass man garantieren kann, dass dieser Algorithmus konvergiert, und zwar aber nur dann, wenn die beiden Klassen, die man unterscheiden möchte, im Zweiklassenfall linear separierbar sind. Das haben wir jetzt hier in dem Beispiel hinten gesehen. Augenblick, gehen wir zurück. Na, zum Beispiel. Das haben wir jetzt hier in dem Beispiel gesehen. Diese beiden Klassen A und B sind linear separierbar. Eine Frage. Genau. Das ist eine geometrische Veränderung, die stattfindet. Wir haben hier die Gerade beschrieben in Form der hessischen normalen Form durch den nicht erweiterten Gewichtsvektor. Also hier fehlt das Gewicht W0. Und das ist im Prinzip der normalen Vektor auf diese Hyperebene in diesem zweidimensionalen Raum. Auch im höherdimensionalen Raum.
je nachdem, wie viele Dimensionen sie haben. Und wenn sich nun ein Beispiel hier auf der falschen Seite befindet, was wir einfach nur durch die Differenzbildung im Algorithmus feststellen, wie hier zu sehen, dann stellen wir fest, anhand des Ergebnisses, stimmt's oder stimmt's nicht, dabei ist genau dieser Wert hier interessant, minus 1. Das heißt, die falsch liegenden Beispiele beeinflussen das Verschieben. Und was dann jetzt geschehen muss, ist geometrisch, wir müssen durch ein Gewichtsupdate, Augenblick, genau, ich will die Geometrie jetzt zeigen, genau, was dann jetzt geschehen muss, durch ein Gewichtsupdate soll einerseits die Rotation, wie hier zu sehen, das geschieht dann durch diesen normalen Vektor, durch die Veränderung dieser Gewichte, verändert werden, andererseits aber auch der Y-Achsenabschnitt in diesem zweidimensionalen Raum. Und das geschieht dann durch Veränderung des Thetas. Das ist genau das, was die in der hessischen Normalform hier zuvor ausgedrückt wird im Endeffekt, wenn man das überträgt auf die Lernsituation, die wir hier vorliegen haben. Das ist jetzt oberflächlich in Anführungszeichen. Sie werden das, falls Sie es noch nicht gestern schon in der Übung gesehen haben, auch nochmal exerzieren. Und genau, also das heißt, wie gesagt, dieser Algorithmus funktioniert gut bei linear separierbaren Problemen, bei nicht linear separierbaren Problemen. Nun ja, funktioniert er nicht so gut und man kann auch die Konvergenz nicht garantieren. Das ist übrigens anders als beim Gradientenabstieg, wie auch auf den Anmerkungen hier an einer gewissen Stelle gesagt. Ich glaube, ganz am Ende war es genau hier. Beim Gradientenabstieg kann man genau nicht garantieren, dass er bei linear separierbaren Problemen auch garantiert konvergiert. Entschuldigung. Und das sind so die fundamentalen Unterschiede dieser beiden Lernparadigmen. Jedes hat seinen Nutzen und seine Einschränkungen. Jetzt haben Sie beim letzten Mal gesehen, deswegen springen wir jetzt direkt hier in die Multilayer rein, wie man das eine Problem überwinden kann. Und zwar, hier ist nochmal definiert, was lineare Separierbarkeit ist. Im Prinzip die Tatsache, dass man eine Linearfunktion im Hyperraum zwischen die beiden Klassen legen kann, eine Gerade, im Großen und Ganzen, während wir eigentlich aber in der Realität mehr solche Probleme haben, wo es zwar vielleicht eine Möglichkeit gibt, die beiden Klassen auseinanderzuhalten, aber man dafür keine Gerade ziehen kann, sondern eine, sagen wir mal, abschnittsweise Gerade. Und Minsky hat das runtergebrochen auf das XOR-Problem und damit gezeigt, dass der Perceptron-Algorithmus, also bewiesen, dass der Perceptron-Algorithmus es auch nicht kann, das zu machen. Wohingegen die Annahme ist, dass ein Multilayer-Perzeptron, und das war auch zu dem Zeitpunkt, als Minsky das gesagt hat, durchaus schon bekannt, das eigentlich können müsste. Und zwar, indem sie mehrere Perzeptronen, nämlich drei Stück hier verbinden, verknüpfen. Stichwort im Englischen Connectionism. Ganz analog, wieder stark simplifiziert, was im Gehirn passiert, dort sind die Neuronen miteinander verknüpft. Nicht jedes Neuron trifft seine eigenen Entscheidungen und der wird gefolgt, sondern alle zusammen treffen Entscheidungen. Das Ganze ist natürlich dramatisch vereinfacht hier, insofern, als dass es niemals, zumindest in diesen Architekturen, der Fall ist, dass eine Verbindung hergestellt wird zwischen einer Ebene und der dritten Ebene zum Beispiel. Sondern es wird einfach nur klar ebenenweise getrennt. Bis hier. Es gibt natürlich wie immer Versuche und Techniken, aber das, was im Gehirn passiert, dass die Neuronen wild miteinander, also vollkommen nicht nach diesem klaren Schnittmuster miteinander verknüpft sind, das ist hier in keiner Weise abgebildet. Und auch nicht leicht systematisierbar bis jetzt. Sie haben also drei Perzeptrons, die hier verschaltet sind. Und das Interessante daran ist, wenn Sie jetzt das XOR-Problem hier sehen, abgebildet auch bezüglich dieser Wertebelegung, der
Boolean-Variablen x1 und x2, die als Features herhalten und den sich daraus ergebenden vier Möglichkeiten und vier Beispielen, haben sie hier einen sehr diskreten Raum mit nur vier Punkten und die Plusse und Minusse für positive und negative Klasse verteilen sich entsprechend. Sie können keine Gerade finden, die die Plusse von den Minusen trennt. Aber sie können zwei Geraden finden. Und genau das macht dieses Multilayer-Perzeptron, wenn man es denn nur trainieren könnte. Das eine Perzeptron findet eine Gerade, um ein Plus von dem Rest zu trennen. Das andere Perzeptron findet eine andere Gerade. Beide zusammen betten, und das ist das Interessante, die Beispiele in einen neuen Raum ein, der durch diese Ebene hier, durch diesen Layer, induziert wird. Die Beispiele werden eingebettet in diesen Raum. Und in diesem Raum sind die Beispiele Plus und Minus linear separierbar. Das heißt, es genügt an dieser Stelle nur noch ein ganz normales Perzeptron, um eine perfekte Klassifikation in diesem einfachen XOR-Problem herzustellen. Der Einwand war, man kann das nicht trainieren. Man weiß nicht, wie man die Gewichte im Falle eines solchen Problems aktualisieren soll. Man möchte ja anhand von guten und schlechten Klassifikationen und einer zufälligen Initialisierung der Gewichte nachher in irgendeiner Weise sich in die richtige Richtung mit den Gewichten bewegen im Algorithmus. Schritt für Schritt, den man ein Beispiel nach dem anderen gesehen hat. Das ist aber bis hierher nicht möglich. Deshalb nicht, weil es unklar ist, wie dieses Gewicht denn nun, oder dieses hier, von allem, was danach kommt, abhängt. Wir haben, um jetzt in der Nomenklatur der logistischen Regression zu sprechen, wir haben keinen Gradienten, dem wir folgen können. Wir haben keine Funktionsoberfläche, keine Verlustfunktion. Alles, was wir haben, ist den Inputraum und die Lage der Beispiele von der Hyperebene entfernt. Dieses Beispiel ist jetzt manuell erzeugt, es funktioniert so, aber die Gewichte sind de facto so nicht erlernt. Minsky hat gesagt, das geht nicht, dass das Multilayer-Perzeptron, dass man das lösen kann. Er hat es aber nicht bewiesen, er hat es nur gemutmaßt und damit die Forschung, wie schon mal erwähnt, 17 Jahre lang zum Halten gebracht. Wie sich später herausstellte, war das ein Fehler. Und die Lösung ist denkbar einfach, denn die logistische Regression war schon lange erfunden. Man muss einfach nur die Aktivierungsfunktion des Perzeptrons ändern. Nicht zu einer linearen Funktion wie bei der linearen Regression, sondern zu einer nichtlinearen Funktion wie bei der logistischen Regression. Man nimmt die Sigmoid-Funktion, die auch bei der logistischen Regression zum Einsatz kommt, so definiert und kann die Aktivierungsfunktion entsprechend ändern. Das ist das Perzeptron, das eine differenzierbare Aktivierungsfunktion hat im Gegensatz zur Heaviside-Funktion. Das erlaubt, die Gewichte auch in einem Multilayer-Perzeptron zu aktualisieren. Es gibt Alternativen dafür. Und um nochmal den Vergleich zu bringen, wenn Sie ein einzelnes Perzeptron betrachten, mit einer linearen Aktivierungsfunktion, kommt es zum ersten Mal, dann haben Sie das Äquivalent der linearen Regression. Wenn Sie die Heaviside-Funktion nehmen als Aktivierungsfunktion des Perzeptrons, haben Sie den Perzeptron-Lernalgorithmus, wie zuvor dargestellt. Und wenn Sie die Sigmoid-Funktion in einzelnen Perzeptron verwenden, haben Sie das Äquivalent der logistischen Regression. Absolut gleich. Nur halt unter diesem Modell, wie man lernen sollte. Wenn Sie das Ganze zu einem Multilayer-Perzeptron zusammenbringen, mit den verschiedenen Aktivierungsfunktionen, haben Sie nur in einem Fall ein Multilayer-Perzeptron, das funktioniert. Im Falle linearer Aktivierungsfunktionen haben Sie über die Probleme, die linear separierbar sind, keine weitere Entscheidungskraft oder Decision Power, wie es hier genannt ist. Weil die Kombination von linearen Funktionen wieder eine lineare Funktion ist, weisbar. Das heißt, Sie könnten all das hier durch ein einzelnes Perzeptron wieder ersetzen. Bei der Heaviside-Funktion haben wir gerade gesehen,
die ist nicht differenzierbar. Das sehen Sie hier im Verlauf. Egal, wo ich mich auf der Funktion befinde, ist eine Stufenfunktion. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen muss, um mich zu verbessern. Das ist anders als bei der Sigmoid-Funktion, bei der man es genau weiß. Und da hier eine Möglichkeit besteht, in Abhängigkeit von nachherigen Entscheidungen vorherige Gewichte anzupassen, um die Entscheidung zu verbessern. Da nehme ich den Begriff vorweg, Backpropagation heißt das, besteht die Möglichkeit, dieses Netzwerk auch zu trainieren, nach herkömmlichen Streckmustern. Und das schauen wir uns heute an. Damit lassen sich das allgemeine Klassifikationssetting angehen. Sie haben eine Menge von Feature-Vektoren im Feature-Raum X. Sie haben eine Menge von Klassen bis zu k Stück pro Feature-Vektor und demzufolge eine Menge von Beispielen D mit den Beispielen und einem Klassenvektor, der anzeigt, zu welcher Klasse welches Beispiel gehört oder zu welchen Klassen welches Beispiel gehört. Und damit können Sie dann, wenn Sie eine Verlustfunktion, genau wie bei der logistischen Regression, hier die RSS-Funktion am Beispiel betrachten, tatsächlich einen Gradientenabstieg auf Basis des Multilayer-Perzentrums durchführen. Das beendet den Recap. In den folgenden beiden Abschnitten geht es um Multilayer-Perzeptrons mit zwei Layern. Und danach wird diese Zwei-Layer-Architektur eines Multilayer-Perzeptrons verallgemeinert auf beliebig viele Layer. Wir starten mit zwei Layern, weil das die Sache ein wenig vereinfacht. Die Variante mit beliebig vielen Layern ist nicht notwendigerweise konzeptuell schwieriger, nur die Formeln sind etwas umfangreich. Ausgangspunkt zunächst, wir bauen die Architektur dieses Perzeptrons Schritt für Schritt auf, ist das einfache Perzeptron. Wir nehmen mehrere davon und schalten sie zusammen. Jedes Perzeptron hat eine Eingabe, bestehend aus hier in dem Fall dem Beispielvektor, der erweitert wurde, und es hat eine Ausgabe. Auf derselben Ebene fügen wir jetzt beliebig viele neue Perzeptrons ein, die alle dieselbe Eingabe haben und eine Ausgabe. Wir fügen allerdings noch eine Ebene hinzu, genau wie eben schon am Beispiel mit dem XOR-Problem gesehen. Und diese Ebene ist ebenfalls vollständig verknüpft mit der vorherigen. Wie gesagt, diese Ebene des Multilayer-Perzeptrons bettet die Beispiele ein in einen neuen Raum und dieser Raum wird ebenfalls erweitert und dient als Eingabe für die nachgeschalteten Perzeptrons. Wir nennen das hier ein Zwei-Schicht- oder Zwei-Layer-Perzeptron, Zwei-Ebenen-Perzeptron. Und zwei deshalb, weil es sich um die einzigen beiden Layer handelt, die aktive Einheiten haben, das heißt, in denen Perzeptrons sind. Man könnte auch hier, man spricht auch häufig von der vom Input-Layer. Das ist aber eine nicht aktive Schicht, wie Sie sehen, ist hier einfach das Gleichheitszeichen, das andeutet, dass der Wert 1 zu 1 weitergereicht wird, nur eben über diesen Fanout hier an alle Perzeptrons weitergereicht wird. Deswegen betrachtet man üblicherweise einfach nur die aktiven Schichten und sagt, der Rest ist kanonisch oder kann man im Zweifel auch weglassen. Jedes dieser Verknüpfungen hat ein eigenes Gewicht. Und diese Gewichte werden ebenenweise, das hier ist die Ebene, zusammengefasst zu Matrizen. Hier WH und hier WO. Wir definieren die Dimensionalität der Matrizen einfach erstmal als L für die Zahl der Perzeptrons, die hier vertikal zu sehen sind im allgemeinen Fall, und P plus 1, die Zahl der
Zeilen und die Zahl der Spalten, p plus 1, entspricht halt der Erweiterung hier dieses Feature-Raums. Und die Matrix WO hat eine andere Dimensionalität. Sie nimmt entgegen k-Zeilen und hat l plus 1 Spalten. Wir sehen gleich noch, wie sich das Ganze halt ausschöpft. Wir sprechen hier vom Inputraum, den wir definiert haben durch unsere Feature-Repräsentation, der erweitert wird durch diese 1x durch dieses x0. Bei dem Ergebnis der ersten Ebene sprechen wir von einem Feature-Raum, der ebenfalls erweitert wird, in den die Beispiele eingebettet werden. Und bei dem Ergebnis der letzten und zweiten Ebene hier sprechen wir vom Output-Raum. Und das ist im Endeffekt auch der Output-Vektor y, die Vorhersage des Modells. Sie sehen hier die Kürzel H und O an den Matrizen, wie auch hier an diesem Vektor y. H steht für Hidden. Diese Ebene nennen wir Hidden Layer, diese für Output Layer. Was jetzt passiert, wenn Sie eine Modellfunktion für dieses Netzwerk aufstellen, das ist ja nur eine Visualisierung. Sie sehen solche Visualisierungen häufig in Veröffentlichungen, wohingegen die Modellfunktion nicht notwendigerweise immer ganz exakt angegeben ist. Das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen die Verbindung herstellen, damit Sie eine Idee davon haben, was Sie da sehen. Insbesondere sollen diese Boxen andeuten, dass gegebenenfalls auch nur die Boxen gezeigt werden in solchen Visualisierungen und nicht tatsächlich die eigentlichen Perzeptrons. Die Visualisierungen schwanken, je nachdem. Da muss man immer ein bisschen Kreativität anwenden, herauszufinden, was denn da eigentlich die Semantik jedes einzelnen Symbols in Visualisierung sein soll. Wir haben jetzt hier eine gewählt, die halten wir auch konsistent durch. Wenn Sie ein Beispiel eingeben und ein Ergebnis ausrechnen wollen, müssen Sie irgendeine Funktion ausrechnen. Dafür haben wir die Gewichtsvektoren, die entscheiden, was am Ende herauskommt. Und die Verrechnung geschieht in einer geschlossenen Funktion, die verschachtelt ist. Und zwar fangen Sie an, indem Sie das Beispiel mit der Gewichtsmatrix WH multiplizieren. Sie erhalten den Vektor YH, noch nicht ganz, sondern erst nachdem Sie jedes Element mit der Sigmoid-Funktion modifiziert haben, also auf die Sigmoid-Funktion abgebildet haben. Das hier ist fett gedruckt deshalb, diese Funktion, weil es sich um die vektorielle Sigmoid-Funktion handeln soll, die genau das macht, was ich gerade gesagt habe, elementweise jedes Vektorelement auf die Sigmoid-Funktion projizieren. Das Ergebnis wird erweitert, wie hier oben auch zu sehen. Und dann haben Sie diesen erweiterten Vektor, der yh entspricht. Und der wird dann im nächsten Schritt für die letzte Ebene, für die Output-Ebene, mit der Matrix WO multipliziert. Sie erhalten wieder den Vektor und als letztes wird die Sigmoid-Funktion noch einmal angewendet. Das ergibt den Vektor y, die Vorhersage des Modells. Das ist die Funktion, die es zu erlernen gilt. Die Parameter der Funktion ist die Sammlung hier, die Menge aller Gewichte. Hier der Anschaulichkeit halber aufgeteilt in zwei Matrizen. Es besteht keine Notwendigkeit, das zu tun. Man kann diese Form hier natürlich vereinfacht schreiben, alles auflösen, dann haben wir haufenweise kleine Parameter, die sich wild verteilen. Man nennt dieses Vorgehen Forward Propagation, Vorwärtspropagierung. Sie gehen von links nach rechts durchs Netzwerk und propagieren das Beispiel oder seine Features Schritt Ebene für Ebene durch das Netzwerk. Und in dem Fall erzeugen Sie eine Einbettung und danach die Ausgabe, was im Prinzip auch eine Einbettung ist in den Output-Raum. Mit jeder Ebene transformieren oder projizieren oder in dem Fall betten Sie das Beispiel ein in einen neuen Raum. Ausgehend vom Input-Raum
Betten Sie es ein in den Feature-Raum und danach in den Output-Raum. Wie kann man jetzt Gewichte erlernen? Soweit sind wir noch nicht. Ich zeige Sie nochmal sehr explizit die Matrizen, bevor wir zu diesem Punkt kommen. Und zwar, wie funktioniert das jetzt Schritt für Schritt nochmal? Hier die Matrix WH ausgeschrieben. Sie sehen jetzt hier nochmal alle diese Gewichte hier. Ne? Die Indizes stehen für Zeile und Spalte, nullte Spalte, erste Zeile und es geht so weiter. Und an der Stelle sehen Sie Matrix hier komplett aufgespannt. Dahinter der Vektor des generischen Beispiels x und das Ergebnis, das am Ende herauskommt. Dieses Beispiel, dieses Ergebnis dient am Ende zur Multiplikation mit der Matrix WO. Hier, also klassische Matrixmultiplikation in beiden Fällen. Zeile und Spalte multiplizieren elementweise. Sie erhalten diesen Wert und so weiter. Und summieren und Sie erhalten diesen Wert und so weiter. Und dann machen Sie dasselbe hier unten und erhalten die Ausgabe. Es ist nicht notwendigerweise so, dass man mit einem solchen Netzwerk nur ein einziges Beispiel vorwärts propagieren kann, sondern man kann auch mehrere Beispiele gleichzeitig nach vorne propagieren. Und das geschieht einfach so, indem man die Beispiele, die man propagieren möchte, in einer Matrix zusammenfasst, wobei jede Spalte für ein Beispiel steht. Hier n Beispiele. Die Matrixmultiplikation funktioniert kanonisch. Zeilen mit Spalten und summieren und Sie erhalten die Werte. Und demzufolge erhalten Sie natürlich als Ausgabe keinen einzelnen Vektor mehr, das heißt, sondern Sie erhalten auch hier eine Matrix als Ausgabe. Und hier steht jede Spalte für die Einbettung des jeweiligen Beispiels in den Feature Space. Dasselbe passiert dann bei der Abbildung beim Einbettung in den Ausgabespace. Auch hier steht jede Spalte für die Einbettung in den Output Space der jeweiligen Einbettung des Hidden Layers. Jetzt kommen wir dann zu dem Punkt der Backward Progression. Was ist das bis hier soweit verstanden? Okay, ansonsten schreien Sie dazwischen. Backpropagation. Jetzt klären wir die Frage, wie kann man denn die Gewichte anpassen anhand der Ausgaben? Wie Sie wissen, erzeugt das Modell irgendeine Ausgabe und diese Ausgabe hat irgendeine Güte. Und diese Güte wollen wir messen. Diese Ausgabe macht einen Fehler. Wir wollen den Fehler messen oder den sogenannten Verlust. Und dafür wenden wir eine Verlustfunktion an, hier die RSS-Funktion, die Sie schon kennen. Residual Sum of Squares. Wir führen also wieder ein, das, was wir schon bei der linearen und logistischen Regression gesehen haben, den quadratischen Fehler, den das Modell macht, und zwar den globalen quadratischen Fehler, groß N. Wir gehen sämtliche Beispiele durch und sämtliche Klassen, die möglich sind, und stellen fest, ist die Ausgabe, die das Netzwerk erzeugt, entspricht die der erwarteten Klasse. Wenn sie abweicht, erhalten wir einen entsprechenden Wert, der wird quadriert und die Summe wird gebildet. Wir erhalten den globalen Verlust. Die Ableitung von dieser Funktion zu berechnen hier, von diesem Term, das heißt Backpropagation. Das ist ein zusammenhängendes Wort hier zusammengefasst, Backward Propagation, im Gegensatz zu Forward Propagation. Sie sehen gleich, warum das so bedeutet. Wir gehen in diesem Fall rückwärts durch das Netzwerk. Wie zuvor auch, müssen wir jetzt irgendeinen Weg finden, dieses rückwärts durchgehen oder im Prinzip diese Optimierung der Gewichte abhängig davon zu machen, dass wir uns näher an das Ziel bewegen, nämlich den optimalen Gewichtsvektor zu finden. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal etwas. Diese Aufteilung in Matrizen, die muss nicht sein. Die dient erst einmal für jetzt nur der einfacheren Darstellung und gegebenenfalls einer einfacheren Berechnung. Es wird in der Praxis schon so gemacht, aber es hat praktische Gründe, keine theoretischen,
Das ist eine ganz normale Funktion. Die Ableitung davon kann man für jedes Gewicht einzeln bilden. Das heißt, die Sammlung aller Parameter dieses Netzwerks ist es, die die Hypothese ausmachen. Die Organisation in Ebenen ist nur für uns. Wir werden genau wie beim Gradientenabstieg im Zweiklassenfall und bei der linearen oder logistischen Regression, wenn wir uns das Ganze mal visuell vergegenwärtigen, irgendeine Art von Hüllkurve oder eine Kurve oder eine Hyperfläche der Loss-Funktion im hochdimensionalen Raum vorfinden. Hier rausgegriffen einfach zwei Gewichte des Hidden Layers, 1,0 und 3,1. Und einfach irgendein Beispiel erzeugt. Die sieht dann nicht mehr so homogen aus, wie wir es vorher gesehen haben bei der logistischen Regression. Es gibt kein klares Ziel. Es kann sehr wohl sein, hier ist es jetzt so, dass es genau ein Minimum in diesem Ausschnitt gibt. Aber es kann sehr wohl sein, dass irgendwo anders noch ein Minimum ist, vielleicht auch ein besseres Minimum. Wir wünschen uns natürlich das beste Minimum für jede Kombination von Features und alle Kombinationen zusammen. Und das ist genau das Problem, womit Sie dann in solchen Situationen zu kämpfen haben werden und wo es dann viele Ansätze gibt, zu versuchen, das aus diesen lokalen Minima, die es geben kann, wieder auszubrechen, um ein möglicherweise besseres Minimum zu finden. Wir bleiben erstmal hierbei und auf dieser Fläche wollen wir weiterhin, wenn wir zum Beispiel mit unserem Gewichtsvektor irgendwo hier landen oder den beiden Gewichten, die jetzt hier ausgewählt sind, wollen wir natürlich uns näher ans Minimum heranbewegen. Das heißt, die Gewichte entsprechend anpassen, sodass wir in dieses Minimum hineinfallen. Ausgangspunkt ist die Modellfunktion, die Sie schon gesehen haben gerade, und die Loss-Funktion, wie ich sie gerade gezeigt habe. Und natürlich, damit wir den Gradientenabstieg machen können, müssen wir die Ableitung bilden. Nabla L2 ist hier definiert als Vektor der partiellen Ableitung gemäß jedes einzelnen Gewichts der Modellfunktion. Das ist jetzt nichts Neues, die Formel ist nur länger geworden im Vergleich zu dem, was wir vorgesehen haben. Das Ganze wird jetzt, wie gesagt, der Convenience halber und weil es sich hier für die Darstellung und für die Mathematik sehr eignet, so dargestellt. Und auch in der Praxis ergibt das Sinn, das zu tun. Aber wie gesagt, theoretisch ist es nicht notwendig. Wir haben hier die Matrix, einen Ausschnitt dieses Vektors im Endeffekt angeordnet, entsprechend der Matrix, die wir für den Output-Layer haben. Und jedes Element dieser Matrix entspricht einfach der partiellen Ableitung von L2 des Gewichts, das wir in der Matrix WO an dieser Stelle vorfinden. Also hier W1,0. Dasselbe für den Hidden Layer. Was jetzt passiert ist, und genau jetzt kommt dann der Punkt, wo ich dann sagen würde, das müssen Sie nicht herleiten können, Peter. In der Prüfung. Wir möchten natürlich die Gewichte updaten anhand des Fehlers, den wir machen, gemäß der bekannten Update-Formel. Wir setzen also hier dieses Nabla O ein für den Output-Layer und wenn wir dann die Matrix einsetzen und eine Vereinfachung herleiten, erhalten wir diese Form. Ich komme gleich noch darauf, was die Symbole bedeuten, aber im Endeffekt, hier wird der Fehler nochmal berechnet, das Delta, nochmal der Funktionswert und das Gegenteil vom Funktionswert. Also 1 minus dem Funktionswert, dem Modellfunktionswert. Das Ganze wird verknüpft wiederum mit dem Vektor des Hidden Layers. Analog können wir dieselben Berechnungen durchführen für den Hidden Layer. So, und warum haben wir das jetzt getrennt? Weil bei allen Gewichten, die in derselben Matrix stehen, dieselbe Formel herauskommt, wie Sie hier sehen. Das heißt, es ist unabhängig davon, welches Gewicht Sie hier herausziehen, welche partielle Ableitung, die Formel wird immer so aussehen. Immer diese Vektorform hier haben oder lässt sich dahingehend zusammenfassen. Und demzufolge vereinfacht das dann die Implementierung im Algorithmus, wenn Sie das tatsächlich dann in einem
iterativ arbeitenden Algorithmus umsetzen muss. Deswegen machen wir dasselbe für den Hidden Layer. Und Sie sehen jetzt hier, was ich mit Backpropagation meine, schon in Ansätzen. Der Hidden Layer, die Formel, die da herauskommt nach der Herleitung, hängt von dem Ergebnis des Output Layers ab. Das liegt einfach daran, dass die Knoten, dass die Units hier miteinander verbunden sind. Dieses Gewicht hängt von den Gewichten, die hier dranhängen, ab. Das muss man also abhängig von diesen einstellen. Und das ist hier in dieser Formel ausgedrückt. Wie gesagt, es ist hier nochmal verlinkt. Sie sehen es später auf den Remarks-Folien. Sie müssen es nicht herleiten können. Wenn Sie das Ganze jetzt in einen Algorithmus gießen wollen für ein Zwei-Layer-MLP, sieht das Ganze sehr ähnlich aus wie vorher schon gesehen. Die Gewichte, Eingaben sind Beispielmenge und Lernrate Eta. Ausgaben sind die beiden Gewichtsmatrizen WH und WO, die zufällig initialisiert werden und dann werden so lange sämtliche Beispiele immer wiederholt durchgegangen, bis irgendein Konvergenzkriterium erfüllt ist und dann iterativ in jedem Durchgang jedes Beispiel einzeln herangezogen. Und zunächst, wie üblich, führen wir die Vorwärtspropagierung in dem Fall durch, die Berechnung der Modellfunktion, zunächst für den Hidden Layer, dann für den Output Layer, um unseren Vektor Y zu erhalten. Den ziehen wir heran, um den Fehler auszurechnen, Delta, bezüglich des gegebenen Beispiels. Damit können wir dann anhand der zuvor gesehenen Formel der Ableitung, das heißt, dieser Teil ist der Backpropagation-Teil, wobei hier das Delta eingesetzt wurde, ist ja eigentlich in der Formel, wie Sie eben gesehen haben, dieser Teil. Damit können wir dann den Fehler des Output-Layers errechnen und mit diesem Fehler anschließend den Fehler des Hidden-Layers. Mit diesen beiden Fehlern wird das punktweise, also das heißt hier das beispielbezogene, deswegen hier das kleine Delta, nicht das große Delta, Gewichtsmatrix-Update für den Hidden- und den Output-Layer berechnet, auch ebenfalls nach der bekannten Formel. Wir verknüpfen wieder den Fehler mit dem Beispiel und multiplizieren mit der Lernrate, damit der Gradientenabstieg nicht ein bisschen kontrolliert und langsamer wird. Damit wir ein Minimum zum Beispiel nicht überspringen. Und zuletzt werden die beiden Matrizen aktualisiert bezüglich dieses Beispiels. Wie gesagt, wir gehen alle Beispiele einfach iterativ nacheinander durch. Der Lernschritt, den Sie in dieser For-Each-Schleife hier sehen, ist bekannt. Modellfunktionsevaluierung, Berechnung der Residuen. Jetzt machen wir wieder Regression. An dieser Stelle. Berechnung der Ableitung der Verlustfunktion und zu guter Letzt der Parameter-Update für den Parametervektor. Einen Gradientenschritt runter in Richtung des Minimums. Die Symbole, die Sie jetzt hier gesehen haben, nämlich dieses Punktprodukt und dieses Kreuzprodukt mit den Kreisen drumherum, sind hier nochmal erläutert. Das Hadamard-Produkt, das zeige ich Ihnen nochmal schnell, was da passiert. Und zwar sehen Sie das hier. Sie haben zwei Matrizen gleicher Dimensionalität und erzeugen eine Matrix ebenfalls gleicher Dimensionalität, wobei jedes Element, das eine Entsprechung in der anderen Matrix hat, mit dem jeweils anderen Element hier multipliziert wird. Das andere, das dyadische Produkt, nimmt sich hier in dem Fall, in dem Beispiel, zwei Vektoren, multipliziert sie und erzeugt eine Matrix daraus. Das heißt, es wird ein höherdimensionaler Tensor hier erzeugt, wobei jedes Element des einen Vektors mit jedem Element des anderen Vektors multipliziert wird und diese Multiplikationen füllen die Einträge der Matrix.
Wie gesagt, müssen Sie jetzt nicht tief durchdrungen haben. Es wird sicherlich auch noch ein bisschen dazu geübt. Wir erwarten jetzt nicht, dass Sie, denke ich, das aus dem FF mal eben in der Klausur nachrechnen. Das wäre ein bisschen viel Arbeit. Auch dieser kleine Operator hier, den Sie hier nochmal sehen oder vielleicht hier nochmal größer, hier ist eine Projektion dieser Matrix, die hier rauskommt, auf die Zeilen 1 bis L. Dass Sie da nicht verwirrt sind. Projektionsoperatoren haben Sie an anderer Stelle schon mal gesehen mit dem Pipe-Symbol, wo ein Vektor auf ein Element projiziert wird. Hier ist das für die Matrix, die Entsprechung für die Matrix. Genau, Sie können Sie ja nochmal nachlesen, auch was das kleine Delta im Vergleich zum großen Delta bedeutet. Damit sind wir am Ende vom zweiten Lehrkonzept.